31. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Der Tabellenerste, die Adler Mannheim, treffen zum dritten Mal in dieser Saison auf die Thomas Sabo Ice Tigers. Die können mit einem Sieg von Platz 11 auf Platz 10 auf einen Playoff-Platz vorrücken und haben die erste richtig gute Chance in diesem Spiel. Brandon Buck, der wird auf dem Weg zum Tor von Chad Pickard gefoult, bekommt dann einen Penalty zugesprochen und den verwertet er auch eiskalt, das 1:0 in der zweiten Spielminute. Was für ein Auftakt für die Gäste. Mannheim dennoch die stärkere Mannschaft in diesem ersten Drittel mit den besseren Möglichkeiten, aber sie nutzen ihre Möglichkeiten nicht, auch weil Andreas Jenicke im Tor der Ice Tigers sehr, sehr stark hält. Dann Mannheim in Überzahl mit diesem Fehler von Mark Kettig, sonst fehlerfrei in der Saison, und den Konter über Bessen, den schließt Jason Best in der 20. Spielminute klasse ab. Was für ein Konter der Ice Tigers. Doppelpass, Bessen und Best. Und es heißt 2:0 für die Gäste. Pickard ohne Chance bei diesem Treffer. Der zweite Durchgang, ähnlich wie der erste. Mannheim spielt stark, aber Nürnberg lässt kaum etwas zu. Und Nürnberg schießt die Tore. 25. Minute. Brandon Buck bereitet vor. Chad Bessen schließt ab. 3:0 für die Gäste, die mit einer starken Defensivleistung und vielen mitgereisten Fans im Rücken den Mannheimern das Leben richtig schwer machen. Noch 8,5 Minuten zu spielen. Schuss von Mittelsen, dann ist viel Gewühl da im Torraum bei Jenicke. Plötzlich jubeln die Adler. Was ist passiert? Scheibe kommt rein, landet im Torraum. Jenicke kommt nicht dran. Dann wird gestochert und gearbeitet. Und irgendwie rutscht dann der Puck über die Linie. Hier in dieser Einstellung gut zu sehen. Durch die Schoner von Jenicke und nach Videobeweis zählt dieser Treffer. 32. Spielminute. Jannik Möser von den Adlern mit seinem zweiten Saisontor. Die letzten Sekunden im zweiten Drittel. Starker Einsatz von Luke Adam. Dann kommt der Puck zu Garrett Festerling und der fackelt nicht lange. Schießt 26 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels das Tor, weil sich hier Uchida und Dupuis uneinig sind. Eisenschmied kommt dazu und Festerling packt den Puck ein. Kurz vor Drittelende das 2:3. Der dritte Durchgang. 11 Minuten sind schon gespielt. Mannheim in Überzahl. Akta für Larkin. Der zieht direkt ab. Und es heißt tatsächlich 3:3. Aus 0:3 macht 3:3. Effektives Überzahlspiel. Jenicke sieht gar nichts bei diesem Treffer von Thomas Larkin. Noch 7 Minuten zu spielen. Mannheim lässt das Stürmen nicht. Aber Nürnberg mit dieser Gelegenheit. Schöner Pass auf Will Acton, vorbei an Akta, aber Chad Pickard macht alles zu. Und dann geht's ganz schnell für die Adler. Hungerecker auf Luke Adam, der wieder zurück. Hungerecker schießt und dann ist die Scheibe tatsächlich drin. Die 54. Spielminute, das 4:3 für die Adler Mannheim. Der Schlusspunkt in dieser Partie. Wir haben dieses Selbstvertrauen. Selbst nach dem 0:3 kommen wir halt wieder zurück, spielen unser Stiefel runter und somit gehen wir als 4:3 vom Sieger vom Eis. Ja, ich glaube, wir haben die ersten 30 Minuten sehr clever gespielt, haben wenig zugelassen. Aber wir wissen, dass Mannheim eine super Mannschaft ist. Die spielen 60 Minuten lang Vollgas und ich glaube, wir hatten sogar noch die Chance in Überzahl, die 8 Minuten da, vielleicht noch das vierte Tor zu schießen, was sehr wichtig gewesen wäre, haben wir leider nicht geschafft. Und dann, weil so ist im Eis okay, dann kriegst du ja noch die Gegentore. Nürnberg tatsächlich mit einem cleveren, mit einem guten Auswärtsspiel beim Tabellenersten. Geht 3:0 in Führung, muss aber am Ende noch 4 Gegentreffer wie in den beiden Partien zuvor hinnehmen und verliert in Mannheim mit 3:4.